Um am Anfang euer Werkzeug zu schonen, habt ihr auch die Möglichkeit, einen ganzen Holzblock zu verbrennen. Das heißt, ihr spart euch sozusagen das Zerschlagen des Holzblockes in 4 Feuerwut. Der Nachteil daran ist, er brennt nur 78 Sekunden, wohingegen hier der Feuerwut dann sozusagen länger brennt. Das heißt, ihr spart euch dann aber auf der anderen Seite den Verschleiß eurer Axt, gerade wenn ihr am Anfang nur halt wenig Ressourcen zur Verfügung habt. Wie gesagt, 4 Feuerholz brennen 96 Sekunden ungefähr und ein Birch-Log brennt 78 Sekunden. Das reicht in der Regel aus. Der Birch-Log wird in der Regel auch heißer mit 800 Grad und das Feuerwut nur 700 Grad. Das hat euch jetzt am Anfang noch nicht viel zu interessieren, denn euch ist ja erstmal nur wichtig, dass ihr am längsten überlebt sozusagen. Wenn ihr später Bienen züchtet, dann denkt daran, euch solch eine Strohpuppe aufzustellen, denn wenn ihr Bienenkörper abbaut, kann es manchmal passieren, dass dort ein aggressiver Bienenschwarm herauskommt, euch angreift und so lange sticht, bis ihr tot seid, wenn ihr nicht weit genug wegrennt. Solch eine Dummy-Puppe steht dann neben dem Bienenbasket und fängt somit die Bienen ab. Das wird hergestellt, indem ihr einfach mal hier guckt, 2 Strohballen und ein Stock und schon habt ihr quasi die Straw-Dummy. Das heißt, ihr seid somit vor Bienen geschützt. Wenn euch mal langweilig ist, dann habt ihr die Möglichkeit, Steine flitschen zu lassen. Gussformen für eure Barren könnt ihr unter anderem auch doppelt auf einen Block belegen. Das habe ich zum Beispiel am Anfang immer falsch gemacht und habe somit mehr Platz verbraucht, als generell notwendig ist. Einfach mit einem Shift-Rechtsklick die Barren platzieren. Am Anfang ist es natürlich so, dass ihr sehr oft Stöcke benötigt für Fackeln und für Werkzeug. Wenn ihr in solch einem Gebiet seid, wo kaum Stöcke irgendwo rumliegen, habt ihr die Möglichkeit, diese vom Baum bzw. aus Büschen abzuernten. Es gibt aber dann eine Möglichkeit, ohne dass ihr halt durch die ganze Gegend lauft und die Büsche alle aberntet, gibt es die Möglichkeit herauszufinden, wo denn Äste zu finden sind. Einmal sieht man das, wenn man zum Beispiel auf einen Busch zugeht und der einen Solid Block hat, also das heißt, ihr könnt nicht durch den Busch durchlaufen. Dann solltet ihr mal ein bisschen gucken, denn hier unten seht ihr sozusagen diesen Schimmer, diesen braunen Schimmer, der hier durchkommt, das ist ein Ast. Des Weiteren haben wir das auch bei Bäumen. Das heißt, der Block hier oben ist solid, das heißt, ich kann nicht reinspringen. Man sieht auch schon, dass da ein Ast sozusagen hinterlegt ist. Wenn ihr dieses Blattwerk dann abbaut, bekommt ihr sozusagen dann einen Ast heraus. Das könnt ihr dann auch ohne Werkzeug machen. Nehmt einfach die Hand, wenn ihr zum Beispiel keine Schere parat habt, dann nehmt die Hand und ihr droppt sozusagen einen Ast. Es kann mitunter auch vorkommen, dass dann noch ein Zeppling rauskommt. Da habt ihr dann Glück. Und so kommt ihr schnell an Stöcke. Am Anfang solltet ihr auch darauf achten, wo ihr etwas anpflanzt. Es gibt diese verschiedenen Böden hier, die 5. Und da lohnt es sich natürlich nur ab dem Moist Farmland, also einem Medium Fertile Boden sozusagen aufwärts etwas anzupflanzen. Die Low-Böden nur in der Not, wenn ihr absolut gar nichts findet. Und hier würde ich es erst gar nicht probieren. Hier wartet ihr ewig, bis überhaupt irgendetwas gewachsen ist. Idealerweise natürlich Terra Preta, wenn ihr die findet. Nehmt sie definitiv mit, baut sie mit der Hand ab. Die müsst ihr mitnehmen, lasst sie nicht liegen. Das ist ganz wichtig. Da bekommt ihr die meisten oder die schnellsten Ressourcen bzw. Ergebnisse raus. Ansonsten, wie gesagt, Moist Farmland Kompost könnt ihr auch herstellen. Das macht ihr später in einer Tonne. Wenn die Nährstoffe nicht ausreichen, habt ihr die Möglichkeit, mit Salpeter, was ihr unten in den Höhlen findet, nachzuwürzen, nenne ich es mal. Ihr könnt sozusagen den Boden auffarmen. Das heißt, wie man sieht, steigere ich sozusagen den Inhalt, die Nährstoffe der Böden. Die gehen natürlich halt auch irgendwann mal wieder verloren. Das könnt ihr mit Salpeter machen und mit Bone Meal. Und ich würde es halt, wie gesagt, wenn es nicht unbedingt möglich, also wenn es nicht anders möglich ist, auf jeden Fall das Low nehmen, ab dem Low. Ansonsten, wie gesagt, versucht es am besten immer mit den anderen Böden, die etwas dunkler sind. Je dunkler, merkt euch das, je dunkler, desto besser. Also von daher
sollte das kein Problem sein. Terra Preta ist in der Regel nicht einfach zu finden und wie das hier zum Beispiel der Fall ist, habe ich das jetzt hier ganz hier oben an der Spitze von diesem Berg und ansonsten ist hier nicht mehr, das heißt, das ist auch nicht in rauen Mengen in der Regel vorhanden. Ihr solltet da die Augen offen halten, dass ihr da was findet. In der Regel wird das, glaube ich, in den meisten feuchten Gebieten sozusagen zu finden sein. Schaut einfach in die Karte, wo es schön saftig grün ist. Da wird man dann auch eher in der Regel Terra Preta finden. Wenn ihr eine Weile gespielt habt, dann kann es sein, je nachdem wie ihr euch das eingestellt habt oder wie ihr die Karte generiert habt, dass dann irgendwann ein temporaler Sturm kommt. Das heißt, es wird alles sehr, sehr sepia-lastig und gelblich. Die ganze Welt fängt an zu verschwimmen und es werden überall Nightmare Drifter sozusagen hervorkommen. Da solltet ihr euch am besten ja in eurem Unterschlupf vergraben, beziehungsweise habt ihr auch die Möglichkeit, euch einfach auf eine Säule nach oben zu stellen und auszuharren, bis das alles vorbei ist, der Spuk. Generell empfehle ich natürlich, wenn ihr Waffen habt, solltet ihr mal rausgehen, gucken, denn die Nightmare Drifter lassen öfters mal was fallen, wie Gears oder Temporal Gears, also Rusty Gears und Temporal Gears. Ihr bekommt natürlich dann auch noch ein paar andere Gegenstände raus, wie Flux zum Beispiel. Ja, das könnte man zum Beispiel machen, aber wenn es nicht anders oder wenn es euch nicht anders möglich ist, dann ja, hart einfach auf einer Säule aus. Für alle Spieler, die Vintage Story aktuell quasi erst beginnen oder beziehungsweise halt erfahren möchten, empfehle ich auf jeden Fall mal einen Blick in die Welteinstellungen. Das heißt, ihr habt hier Möglichkeiten, vier verschiedene Möglichkeiten, Vintage Story zu erfahren, wobei die Kreativwelt sozusagen nichts weiter ist, als dass ihr halt quasi alle Blöcke zur Verfügung habt und euch dort sozusagen kreativ ausleben könnt. Kann man zum Beispiel machen, um Sachen auszuprobieren. Ansonsten schaut einfach mal durch. Es gibt drei andere Survival-Typen, die halt spezialisiert sind, zum Beispiel auf Exploration oder Wilderness Survivaling. Ich spiele generell immer auf Standard, weil das halt quasi ein Mischmasch aus beiden Sachen ist. Und wenn ihr dann halt entsprechend nochmal was einstellen wollt, geht einfach mal auf Customize und stellt euch so Sachen ein, wie zum Beispiel hier unten Surface in Tin Deposit Frequency. Das heißt, es ist extrem rar normalerweise eingestellt. Da habt ihr die Möglichkeit, Very Common einzustellen. Also wenn ihr das ganz, ganz leicht machen wollt, das Spiel. Ansonsten geht einfach mal ein bisschen höher. Oder hier Surface Copper, habt ihr die Möglichkeit, das einzustellen. Ihr habt hier mehr Möglichkeiten noch, was einzugreifen sozusagen. Oder wann halt die Monster spawnen sollen, ob sie sofort da sind oder ob sie erst in 10 Tagen da sein sollen. Wie sich das verhält, wenn ihr sterbt, ob ihr das Inventar fallen lasst oder ob ihr dann halt quasi, wenn ihr wiederkommt, das Inventar alles drin habt. Des Weiteren Microblock Drizzling, ja, sollte ich generell immer auf einstellen, weil man weiß ja nie, wann man was machen möchte und später müsste man dann erst mit einem Chatbefehl das wieder aktivieren. Des Weiteren, wie gesagt, habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Temperaturen einzustellen. Jetzt mit dem neuen Update, später dann 1.13, habt ihr dann auch die Möglichkeit, sozusagen das einzustellen, ob wie die Jahreszeiten sich verhalten, beziehungsweise wo der Polaräquator ist und ja die Größe der Welt. Wenn ihr jetzt alleine spielt, ja, braucht ihr keine Millionen Blöcke zu erstellen. Das reichen halt quasi irgendwas um eine halbe Million oder so. Bei 1 Million Blöcke, ich glaube, so weit ist bisher noch keiner gegangen. Ansonsten, wie gesagt, Climate Sachen könnt ihr hier einstellen. Und wem Englisch halt dann doch etwas zu konfus ist, der kann das natürlich dann in den Settings dann nochmal ändern. Geht einfach hier bei Interface auf Language und wählt eure entsprechende Sprache aus. Und ansonsten, wie gesagt, habt ihr dann hier noch die Möglichkeiten, in den Grafikeinstellungen etwas herumzudrehen. Aktuell ist ja neu hinzukommen SSAO. Je nachdem, wenn der PC nicht so performant ist, sollte man das ausschalten. Das frisst sehr viel FPS. Und ansonsten spielt ein bisschen mit den Einstellungen rum und probiert aus, was zu eurem System am besten passt. Generell empfehle ich dann natürlich auch jeden, der neu beginnt, sich das Handbuch aufzurufen. Das kann man mit H machen.
Wenn ihr nach unten scrollt in der Version 1.12 aktuell, habt ihr hier unten die verschiedenen Guides, die ihr anklicken könnt. Die sind auch alle auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, das mal umändern wollt, macht das in dem im Menü. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr jetzt hier in der 1.13 Version, wenn sie demnächst rauskommt, dann die Möglichkeit, hier zu sortieren. Blogs, Items, Guides, Everything, also alles. Und ihr bekommt sozusagen für alles eine Information, was halt gemacht werden kann. Und wenn euch dann sozusagen das Handbuch auch nicht weiterhilft, dann geht einfach auf die Vintage Story Wiki. Link ist in der Videobeschreibung nochmal. Da habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, sehr viel nachzulesen. Das ist generell aber alles auf Englisch. Des Weiteren empfehle ich natürlich auch nochmal alle meine Tutorials, die auf verschiedene Sachen nochmal speziell und intensiver eingehen. Denn ja, das kann man alles in so einem Beginner-Guide nicht wirklich unterbringen, das war sonst zu lang. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auf unseren Discord kommen und dort Fragen stellen. Oder ihr nutzt den offiziellen Discord von Vintage Story, da habt ihr eine Möglichkeit, dort auch euch Infos heranzuholen. Sollte ich dann noch irgendwas vergessen haben, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Ich kann dann das zusammenfassen, nochmal als eine Liste, als Kommentarfeld anpinnen, damit man halt dann nochmal ein paar Informationen zu dem Video hat. Ja, ich muss sagen, das war dann doch schon recht viel, was ich aufgezeigt habe. Und wahrscheinlich habe ich auch sehr viel vergessen oder bin auf viele Sachen noch nicht eingegangen. Aber wie gesagt, das wird sonst einfach zu groß. Es sollte eigentlich auch nur ein kleines Beginner-Tutorial sein. Ist aber dennoch wieder ein bisschen ausgeufert. Und für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, vielen Dank. Und ich hoffe, euch hat das Video ein wenig weitergeholfen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, habe ich gerade schon erwähnt, Discord, Wiki, Handbuch, ansonsten halt meine Tutorials, die ich immer regelmäßig, naja, jetzt nicht mehr regelmäßig, aber wenn dann die neue Version draußen ist, halt auch wieder regelmäßig mache. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und Daumen nach oben. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock auf einen Multiplayer-Server habt, dann guckt doch mal in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch bei uns bewerben und bei uns mitzocken auf unserer Welt. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön.